habe angefangen bei Fortuna 05, das ist im 19. Bezirk in Wien. Da habe ich 3 Jahre gespielt. Dann bin ich von dort zu Rapid gekommen. Habe dort fast ein Jahr gespielt, da habe ich mich zu wohl gefühlt. Und dann bin ich von dort zu Wien gegangen. Habe dort wieder ein paar Jahre gespielt. Von dort dann zu Admira und ich war 18. Dort ein halbes Jahr gespielt, dann zu den Amateuren aufgekommen. Dort dann wieder ein Jahr, glaube ich, eine Saison gespielt und dann gleich zu der Bundesliga-Mannschaft. Und habe dort dann meine 16 Spiele gemacht. Dann ein Jahr bin ich dann ausgeliehen worden zu Horn. Habe dort eine Saison gespielt, da sind wir gerade abgestiegen. Und jetzt im Sommer dann, weil mit Admira das hat nicht mehr passt. Und dann eben zu Neustadt noch ein super Gespräch mit Günther. Also erstens einmal, das Jahr 2015 war ein ganz hartes Jahr, weil es in St. Pölten auch nicht so gewesen ist, wie man das vorgestellt hat. Und dann noch als Draufgabe im vorletzten Training haben wir halt dann eine schwere Verletzung zu tun. Und ja, das war halt eigentlich ein Tiefpunkt, persönlich auch mental. Und ja, dann die Zeit zurück, also 7 Wochen Krücken und Schiene, da bist du fast der Pflegefall. Und dann hat die harte Zeit eigentlich angefangen mit dem Trainieren. Also ich habe jetzt 9 Monate wirklich hart gearbeitet, jeden Tag. Also glaubt man gar nicht, was da alles dahinter steckt. Also das wünsche ich keinem. Und es war ja schön, dass man arbeiten kann und wieder zurückkämpfen kann, aber es ist wirklich eine harte Zeit gewesen. Ja. Und jetzt dann umso schöner halt, dass ich wieder zurück bin in der Mannschaft und spielen darf. Ja, mit meiner Verletzung geht es eigentlich ganz gut voran. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, aber es tut sich eigentlich sehr viel schon. Ich gebe Gas im Training, ich bin jetzt mit der Reha, der Franzl, neuer Physio, der macht das auch gut. Und von dem her geht es super voran und ich schätze, dass in 2-3 Wochen werde ich wieder spielen kann. Also es ist sicher noch ganz weit weg von 100%, weil einfach nur nicht lange im Mannschaftstraining stehe und das heißt, mein zweites Spiel eigentlich, einmal bei Matura gespielt und jetzt dann nur ein Kurzeinsatz. Also bis dass ich da wieder bei 100% bin, das wird sicher noch einige Zeit dauern, aber ich glaube, ich bin am guten Weg dahin. Ja, ich glaube, dass wir richtige Kämpfertruppe sind, dass jeder für jeden rennt und Gas gibt. Und gegen Jask, das Match war wirklich gut. Bis auf die Anfangsphase war vielleicht ein bisschen nervös, aber dann haben wir extrem gekämpft und nicht unverdient gewonnen, finde ich. Und jetzt das Match gegen Salzburg habe ich halt vom Fernseher verfolgt. Was ich so gesehen habe, war wieder kämpferisch ganz gut. Spielerisch war es vielleicht zwar jetzt nicht die beste Leistung, aber ich glaube, ich kann mit dem Punkt zufrieden sein, vor allem weil so viele Ausfälle und Kranke da waren. Und von dem her kann man mit dem Punkt relativ gut leben. Ja, es ist unbeschreiblich eigentlich. Also ich habe es erst nach dem Spiel im Bus erst wirklich realisiert, was da alles vorgefallen ist. Also schöner hätte man es nicht vorstellen können. Und dann auch noch gleich mit einem Tor, es ist halt unbeschreiblich. Wahnsinn. Ja, ich glaube, dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir jeden schlagen können. Vor allem mit unserem Teamgeist, was wir da entwickelt haben im Laufe der Zeit. Und von dem her können wir unser Schweinespiel erwarten und glaube ich, dass wir da auch mit 3 Punkten heimfahren können. Oder daheim bleiben können, wir spielen ja daheim. Erstens glaube ich, wird sicher wieder ein schweres Spiel, so wie jedes hat. Aber ich glaube, wir haben eine gute Serie, die wir weiterführen wollen. Und zu Hause sowieso mit den eigenen Fans, glaube ich, können wir jeden schlagen mit unserem Teamgeist und mit unserer spielerischen Leistung. Da ist sicher noch mehr drinnen. Aber ich glaube, dass da sicherlich 3 Punkte drinnen sind.